Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ja, wir sind auf dem Weg zu Ryder, denn irgendwie fehlt uns was, dass wir die Quest nicht abschließen können. Ich weiß nicht warum. Was heißt abschließen? Überhaupt erstmal angehen können. So. Und deswegen gehen wir nochmal zu Ryder, weil ich fast vermute, dass wir das Futter vergessen haben mitzunehmen. Weil es wahrscheinlich irgendwo rumliegt. Oder ihm sagen, ja, wir machen das. Wir haben uns zwar angeboten und scheinbar haben wir auch die Quest hier bekommen, aber ja, da sind schon wieder ein paar Viecher. So, mein Freund. Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Oder musste ich das kaufen? Nee. Kann ja nicht. Oder? Warte mal. Was muss ich denn dafür machen? Ryder möchte, dass ich Scrappy die Proviantlieferung bringe, die ihm noch zusteht. Ja, aber... So, jetzt erstmal mache ich hier noch ein bisschen Futter. Das geht nicht, aber das geht. So. Das erinnert mich daran, dass ich vielleicht noch... ich habe ja nicht angegriffen. Dass ich das hier noch einen Quickslot wieder zuweisen muss. So. Und dann können wir nämlich hier nochmal futtern. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen das Proviant. Kettensäbel. Nein, Kettensäbel haben wir ja. Wo ist denn das Proviant? Oder ist jetzt die Quest in dem Sinne verbuggt? Aber wir gucken mal, ob hier vielleicht hier drüben irgendwas los ist. Ja, na komm. Ich kümmere mich darum. Oh. Oh. Schnell mal was futtern. Ja, auf mich hat er Aggro oder was? Oh. Sauber. Entschuldigung. Gemeinsam packen wir das. Oh, nee. Nein. So war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. Verschissener Bastard. Nein. Mist. Warum? Warum passiert das? Warum passiert das? Boah. Okay. Komm, komm. Nicht abhauen. Habe ich wieder getroffen? Ich hoffe nicht. Oh, ich treffe den. Oh, bitte nicht. Oh, okay. Der ist noch auf meiner Seite. So, Schakal. Aber trotzdem, muss ich erst das rohe Fleisch hier besorgen? Oder was ist das? Alte Forschungsnotizen. Mhm. Ach ja. Tag 1. Nach Monaten der Züchtung habe ich die perfekte Kreuzung gefunden. Die erste Saat habe ich gerade angesetzt. Mal sehen, ob sie etwas werden. Tag 10. Meine süßen Lieblinge, sie wachsen und gedeihen.
Der Rosacearum. Ja, der Name gefällt mir. Viel Sonne und Pflege haben sich bezahlt gemacht. Tag 12. Insekten, widerliche Parasiten, haben meine Lieblinge vollständig zerstört. Dieses Ungeziefer bezahlt für meine armen Dea-Rosicarium. Ich werde gleich zu den großen Kuppeln hier rübergehen und nach ihrem stärksten Pestizid fragen. Immerhin mache ich das für sie. Aha. Oh, hier sind ein paar Stellventile, aber ist egal. Es ändert aber nichts daran, dass ich die Quest nicht machen kann. Hahaha, es reimt sich. Oh, das Eisen, ja, solange er uns sieht. Wie kriege ich denn das Proviant? Oder liegt es da? Nee. Missionsgegenstand, irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Schimmliges Brot. Stim-Paket, Race-Steckbrief. Naja, das Paket. Also entweder fehlt das Paket oder wir brauchen 20 mal rohes Fleisch, was wir hier verkaufen müssen. Oder die Quest ist verbuggt. Ich habe mal gespeichert. Das nehmen wir mal mit. Okay. Ja, was tun? Ich glaube, ich muss rohes Fleisch besorgen, ne? Das heißt, ich muss mich hier irgendwo durchschlagen und kämpfen. Ach Gott. So, wir gucken mal. Eine Wasserflasche, okay. Da ist keine. So, da drüben ist der Leuchtturm, den kennen wir ja schon zur Genüge. Und hier unten geht der Weg unten lang. So, wie viel Fleisch haben wir denn? Ach, wir haben ja... Ach, shit, ich hab ja produziert. Oh. Gebratenes Fleisch haben wir 27, aber rohes Fleisch nur 8. Das heißt, wir brauchen rohes Fleisch. Ich wette, wir brauchen das. Erklärt aber nicht, warum. Huch, oh, okay. Weil eigentlich... müsste das ja gesagt werden, dass er das braucht oder dass wir es besorgen müssen. Bolzen, okay. Schwefelbrocken haben wir auch. Oder auch nicht, haben wir nicht genommen. Aber ja, der brennt die ganze Zeit aus, das Teil. Ist aber nicht das, was ich will. Ich will Viehzeug. Ich brauche, warte mal. Wir brauchen einen Händler. Kleinen Moment. Da ist der Lagermeister und da ist ein Barkeeper. Aber der Barkeeper wird uns bestimmt kein rohes Zeug geben. Gemischtwarenhändler. Da können wir gleich noch Pfeile kaufen. So. Nee, da geht's irgendwo anders hin. So, mein Freund. Es ist wieder Zahltag. Nein. Wenn du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Vergiss es, ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Es ist mir egal, ich werde nicht bezahlen. Tja, dann haben wir zwei wohl jetzt ein Problem. Ja, glaube ich auch. Leute, die nicht zahlen, schaden dem Vor. Und wer dem Vor schadet, muss weg. Und wenn jemand weg muss, dann sorge ich dafür. Okay. Ray, würdest du mal bitte helfen? Yeah!
Oh! Ray! Wieso macht er nichts? Ray? Komm weg da. Komm. Komm. Komm weg da. Schnell. Oh. Ach komm, hör auf. Das war kilometerweit weg. Komm weg. Boah. So, jetzt muss ich doch einen Trank nehmen. Ja, komm her, Spike, mein Freund. Komm, komm. Jetzt aber. Spike tot. Puh. Alles noch dran, du Helfer. Alles noch dran? So gerade noch. Okay, er respektiert mich auf jeden Fall. War das jetzt echt nötig? Ich glaube, das war nicht nötig. Aber ist egal, er ist weg. So, wer bist du? Du bist ein Outlaw, ne? Oder? Ach nee, das ist Wyatt. Das ist der... Ja, ja, okay. Da strüllt schon wieder einer. So, du warst... Der Waffenhändler und du warst der Gemischtwarenhändler. Komm mal her, ich brauche Fleisch. Sag 8 hatte ich, ne? 8. Alles klar. Ich bräuchte also 12 mal Fleisch, wenn es denn das gäbe. Rohes Fleisch, 8. Die kaufe ich jetzt einfach mal. Einfach nur der Idiotie wegen, dass ich denke, dass es das ist, was, ne? Oh, wir hätten sogar jetzt schon langsam ein bisschen Krams. Na gut. Handgranate. Okay, das sind alle. Ja, ich möchte den Handel abschließen erstmal. Verkaufen mache ich dann mal offscreen. So, Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Oh. So, Waffen. Schlechter, schlechter, schlechter. Die wäre um Längen besser, aber guck mal, was ich da für Attribute brauche, wenn ich die Reaper nutze. Shredder. Die ist zwar ein bisschen weniger, ist aber Einhand. Vielleicht sollte man auch ein Schild oder so noch besorgen. Speerschleuder, Armbrust, Handgranate. Rüstung gibt's gar nicht. Wir brauchen... das, was es hier nicht gibt. Oh. Okay, dann gibt's doch bestimmt noch einen Händler. Warte mal. Das ist Hank. Hank ist irgendwo da hinten. Nee, da sowieso nicht. Hank ist irgendwo da hinten. So schräg querfeldein. Okay, der schweißt. Guck mal hier, die Waffen, diese Leuchtewaffen, die wären schon cool. Nimm das nicht persönlich. So, wo sind wir jetzt? Nee, oder? Da sind wir. Okay. Im Leben wird einem nichts geschenkt. Wir sind auf gutem Weg. Wir müssen hier irgendwo... da. Mal gucken. Ach so, das ist... ach, das ist der Koch. Warte mal, der könnte sogar Futter haben. Zündi! So, Zeig mir deine Ware. Okay. Er hat es nicht. Er hat es nicht. Er hat alles, aber das hat er nicht. Ach komm. Mensch, wir brauchen bloß noch 4, ne?
Wie viel brauchen wir? 4. Ja. Zündi regelt sich wieder. So, dann haben wir noch einen. Na komm. Ja, es ist irgendwo so da in die Richtung. Da drin war das, ne? Genau, das ist doch. Ist das hier nicht die Kneipe? Och, so wird das nichts. Ja, das glaube ich auch, dass es so nichts wird. So, was hast du? Zeig mal, was du anzubieten hast. Kein Problem. Oh, wisst ihr was? Kleiner Moment. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, das glaube ich auch. Wo wäre das gut machbar? Geron nicht. Das nenne ich gefährliches Waffenhändler, Kaldrim, Handwerk, Persönlichkeit, Rüstschmied. Hier muss doch noch irgendwie. Hier muss doch irgendwie noch eine andere Form von Händler da sein, ne? Ich will damit nichts zu tun haben. Ich reiß mal kurz zurück zu den Berserkern hier. So. Geschifftes. Meine Fresse. So, und dann müssen wir hier querfeldein irgendwie. Oder? Richtung richtig? Hör auf damit. Was denn? Ich guck doch bloß. So, und dann hier durch, ne? Oder? Ich bin jetzt hier. Kaiden brauche ich nicht. Genau, ich muss da lang. Das passt. In der Hoffnung, dass es hier was zu essen gibt. So, dann hier hoch. Kann man nur verteufeln. Das würde ich mir nochmal überlegen. Ich nicht. So. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Rohes Fleisch. Oh. Okay, kein rohes Fleisch hier. Und... Hier drin, ne? Nee, der hier draußen. So, bring mir etwas bei. Ich will handeln. Ich will handeln. Sicher doch. Ach, hier gibt's doch schöne Sachen. Guck mal, hier gibt's Dietriche Anleitung für einen Elex-Trank. Aber das ist auch nicht das, was ich suche. Mann. Technik. Dann ist nur noch Sinder übrig. In der Richtung, wo wir gucken. Sinder müsste aber Essen haben. Sinder war hier unten, ne? Glaube ich. So, komm sie da. So, ich will handeln. Gut. Gib mir Fleisch. Fleisch bitte, Fleisch. Oh ja, komm. Wir brauchen nicht alles, aber gib uns einfach mal 6. So, und hast du vielleicht noch zufälligerweise, genau, die nehmen wir auch gleich mit, weil die fehlen. So. Und, Tschüssikowski. Das muss doch jetzt zu machen sein. Komm, wir gehen jetzt so schnell dahin. Also, wenn die Quest dann nicht funktioniert, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es wirklich nicht. Achso, wir können ja hier... Weil, dann fehlt mir jeglicher, Punkt, warum die Quest nicht funktioniert. Also, er sagt ja immer, dass nicht alles, oder nicht verfügbar, So, gespeichert und jetzt, Scrappy. So, jetzt mal ganz im Ernst. Wir sollten das Fleisch besorgen. Auf unsere Kosten, also durch Jagd oder sonst was, was wir ihm geben. Also, Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überm Sand halten. Wird das Zeug nicht schlecht?
Ich hab da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Dann sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stimms oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Die Waffe? Eine neue Waffe kann nicht schaden. Kein Problem. Hier, nimm. Und hier hast du die Stims für Ryder. Ich bin sicher, er hat auch noch was für dich, wenn du sie ihm bringst. War schön, mit dir Geschäfte zu machen, mein Junge. So, wir haben eine Waffe bekommen. Eine Armbrust. Interessanterweise ist unser Bogen stärker als die Armbrust. Das ist doch nicht wahr. Aber wir können sie benutzen. Guck mal, wir können die Armbrust benutzen. Wir haben 70 Schuss dafür. Wenn wir sie einen Quickslot zuweisen, müssten wir doch wahrscheinlich... Jawohl. Okay. So, und dann machen wir jetzt noch ganz schnell die Geschichte, dass wir dem Ryder das Ganze jetzt noch hinbringen, ne? Ich glaube, da... Die respawnen. Das ist doch nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Kann ich jetzt gerade nicht gebrauchen. Warum ist die Quest eigentlich gerade nicht aktiv? Fällt mir gerade so nur so nebenbei auf. So. Da kommen wir mal von hinten reingelaufen hier. So, da lang, da lang. So, mein Lieber. Scrappy schickt mich. Ich habe deine Bezahlung. Wirklich? Nachdem du gesagt hast, du würdest das für mich umsonst machen, hätte ich erwartet, dass du mit meinen Waren abhaust. Ich bin ernsthaft überrascht, dass du das nicht getan hast. Aber ich kann dich nicht ohne Bezahlung gehen lassen. Okay. Eine ehrliche Haut verdient einen ehrlichen Lohn. Okay, 200 Splitter. Zeig mir deine Ware. Was brauchst du? Oder hätte ich mir das Fleisch bei ihm kaufen müssen nochmal? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber nichtsdestotrotz, das da ist nicht, haben wir wieder ein paar Questen erlegt. Erledigt. Deswegen mache ich an der Stelle ein Folgenpäuschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Firefox.